Als ich die Diagnose Lungenkrebs gekriegt habe, das ging ja ziemlich schnell, also so aus der Kalten, da habe ich als, also da hatte ich Sorge, dass ich es erstmal meiner Tochter sage. Weil sie mir gesagt haben, dass es nur noch begrenzte Zeit ist sozusagen. Sie haben auch irgendwie von 3 bis 5 Jahren gesprochen. Wir sind sehr nah, die Eltern auch. Also unsere ganze Familie ist so ein bisschen. Und ich wollte es eigentlich gar keinem sagen, erst. Nur Lilly und meinen Eltern dann und dann gar keinem. Also ich habe die Ärzte dazu geholt und habe gesagt, sie sollen mit mir ein Gespräch machen und möglichst nicht in Angst und möglichst die Diagnose ziemlich klar, ohne Emotionen, dass es zwar so aussieht, aber dass es eben Fortschritte gibt in der Medizin und in der, mit Tabletten kann man das halt gut behandeln. Ich brauche keine Chemo, mir wird es nicht schlechter gehen. Ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nicht, dass ihr das irgendjemandem erzählt. Das ist meine Krankheit und das möchte ich nicht. Ich habe dann im Laufe der Zeit jetzt auch mir vorstellen können, dass es meiner Mama auch schwerfällt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Tochter hätte das. Und dann möchte man das auch weitererzählen. Aber da sie halt auch im Künstlerischen ist, eine Schauspielerin, ich sage, erzähl das einmal irgendwo, dann ist es rum. Und dann fragte mich auch irgendeiner gleich bei einer nächsten Produktion. Und dann sagte sie, so, ich habe das nur der Maskenbildnerin gesagt, weil die hat auch eine Tochter, die hat Krebs. Ich sage, ja, sag's deinem Friseur, dann weiß es ja in dem Dorf. Yeah.